was zuletzt in der Geschichte von Horizon Zero Dawn geschah. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist und warte auf mich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Wir befinden uns in der Nähe eines patrouillierenden Donnerkiefers. Ja, den habe ich entdeckt, als ich hierher gereist bin, und den werden wir nicht angreifen. Da fühle ich mich noch nicht imstande zu, aber ich werde hier eine Ockerblüte mitnehmen. So, nein, denn ich möchte ja weitermachen. Ich habe mich entschieden, wir versuchen, Olins Familie zu retten. Werden auf dem Weg dorthin, werden wir die verdorbene Zone reinigen und dann direkt hier runter marschieren. Ich denke mal, dann haben wir auch schon eine gute Folge, sehr wahrscheinlich zusammen. Ich muss ja dahin. Und es ist schon wieder Nacht. Irgendwie bin ich häufig bei Nacht unterwegs, ne? Kann das sein? Was ist denn das? Tormented Geschenkeaktion. Werbung. Splatter Central verschenkt Passcodes für Tournament 666. Unser heutiges Geschenk wird eingefleischten Tormented-Fans gefallen. Kostenlose Passcodes für eine exklusive Vorschau auf Tormented 666. Erlebe die neueste Fortsetzung des bahnbrechenden Splatter-Holo-Erlebnisses von Jono 1 zusammen mit unserem Rezensententeam. Gerüchten zufolge wird 666 noch blutiger, als hol dir einen der... Was? Noch blutiger? Also hol dir einen der 66 kostenlosen Pässe, indem du auf splatzen.holo, ich will mehr splattern, kreist und Daten beschädigt. Alter! Die waren ja mal krank. Guck mal, was da unten ist. Guck mal. Seht ihr das da? Wieso sehe... Wow. Okay, alles klar. Ich weiß schon. Und übrigens. Ich habe ein bisschen das Inventar aufgeräumt natürlich. Verdoppelt die Kapazität. Das wollte ich ja ursprünglich machen. Aber da wir ja auch häufig den Speerangriff einsetzen, würde ich lieber leichte Speerangriffe schlagen, wahrscheinlicher Rüstungen und Bauteile ab. Und Speerangriffe schlagen... Das oder das? Warte mal. Nee, es war schon das hier. Genau. Das wollte ich eigentlich machen hier. Schwere Speerangriffe schlagen Maschinen schneller nieder. Das will ich halt schon gucken, dass wir da hinkommen. Dann können wir nämlich auch so große Maschinen wie Sägezähne einfach mal platt machen und betäuben. Das wäre schon cool. Hier brauchen wir noch 2 Fähigkeitspunkte. Das will ich schon machen, weil wir verwenden unseren Nahkampfangriff schon häufig. Boah, ist das dunkel. Alter, das ist schon... Das ist schon eindrucksvoll, ne? Aber auch furchteinflößend. Aber wir werden nicht umhin kommen. Wir werden nicht umhin kommen, den irgendwann demnächst zu besiegen, weil ich will eine Schattenschleuder haben. Ich will eine Schattenschleuder haben, denn die ist wirklich 1A von den Werten her und von der Handhabung. Wie komme ich jetzt hier rüber? Habe ich mir etwa ein falsches Lagerfeuer gesucht? Was? Achso. Heilung. Immer zwischendurch mal ein bisschen mitholen.
Ich will aber kein Banditenlager machen. Ich will die verdorbene Zone machen. Halt. Die Ockerblüte. Aber hier geht ein Weg runter. Also brauchen wir doch nicht machen. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Und das für welche? Kann ich nicht scannen. Sieht aus wie... Wie heißen die? Diese Büffel. Trampler, ne? Ups. Sehe ich nicht. Ja, Trampler. Ich brauche aber auch ein Trampler-Herz. Okay, warte mal. Ich würde halt schon gerne... Wenn wir schon auf dem Weg dorthin sind... Der Körper generell ist schwach gegen Eis. Prozessoreinheit, ja. Wir haben doch aber noch was. Prozessoreinheit. Ich muss näher ran. Das hier ist doch irgend so ein explosiver Scheiß, ne? Ah, visiert er nicht an? Maschinenarten. Trampler. Ach, das ist die Prozessoreinheit. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert feuerbasierte Angriffe und löst eine Explosion aus. Das hat doch die Prozessoreinheit. Okay, alles klar. Die Energiezelle ist oben. Okay, alles klar. Boah, ich hab nicht mehr viel, ne? Das, was bringt? Wir setzen mal zwei Pfeile auf die Prozessoreinheit. Machen wir es kurz. Oh ja. Nichts gebracht. Scheiße. Boah, wie geil das gerade aussah, ne? Er muss sich auf die Seite drehen. Die kommen aber nicht näher. Oh oh. Ach, das hat schon gereicht. Na. Ich sehe nichts. Oh, 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 oh. Ja, komm, 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 komm. Ja, nice. Der war gut. Oh, oh. Das da oben ist die Prozessoreinheit. Ja, komm her. Komm her, Großer. Ah, Mist. Hat sich umgedreht. Komm, 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 komm. Na, komm. Ja. Der war gut. Da kommen sie. Drei Pfeile. Müsste ausreichen. Noch ein? Na? Die verlassen ihren Bereich aber nicht.
Ich treffe das Ding nicht. Ja. Jetzt habe ich Schnauze voll. Obwohl, so sehr viel kann der normal nicht mehr brauchen. Der funkt und splittert ja auch schon. Wie ich den nicht erreiche. Oh. Das war's. Sehr schön, gut. Hat sich ein bisschen länger hingezogen, als ich eigentlich wollte. Boah, hier liegt alles noch voll. Nehmen wir alles mit? Halt, Zünder. Danke. Da oben. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ja, das glaube ich auch. Sehr schön. Tramplerherz, sehr schön. Das brauchten wir für irgendeine Waffe. Zünder. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Gut, wir sind voll. Zünder. Okay, Zünder ist voll. Gut. Wieso leuchtet das hier so? Dort ist die verdorbene Zone. Das sind Trampler. Okay. Einfach sicher als halber. Ein bisschen safe Sicherheit geben. Wenn wir den schon mal ausschalten. Ach du Scheiße. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Toll! Scheiße! Nice! Der war gut. Der war sehr, 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 sehr gut. Oh, 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 oh! Wow! Ach du heilige Scheiße. Ah, er ist da keine Lust mehr, hä? Der ist tot? Oder? Tatsächlich. Das ist ja sehr nice. Okay, alles klar. Oh, scheiße, schon wieder daneben. Boah, laut. Wow, 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 wow. Sehr gut, der fackelt ab.
Boah, aua. Alter, was? Oh, oh. Weg, 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 weg. Sehr schön, die fackeln alle ab. Der kackt gleich ab. Oh, Alter, was? Sehr gut. Was das? Was das? Mal gerade nachladen. Damit wir auch Ressourcen vollends aufnehmen können. Ja, dann kommt doch her. Der kackt gleich ab. Na, Moment. Boah. Opa, ba, ba, ba. Sehr gut betäubt. Sehr gut. Boah, Alter. Das sieht schon nice aus, ne? Muss man schon sagen. Boah, ey, Alter, ne? Diese Wieso abhauen? Boah, ja, nice, ey. Voll geil. Immer noch nicht. Hehe, moin. Das kann er nicht überleben. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja unmöglich gewesen hier. Nice. Schön. Oh, wir haben keine Hülsen oder Zünder. Sind das Zünder? Ja, Zünder sind das, glaube ich. Nee, das sind Zünder gewesen. Was fehlt uns da? Irgendwas anderes. Okay, aber ist kein Problem. Boah, wie das alles. Kein Platz mehr. Ja, wir sind komplett. Das sind Zünder. Das andere sind keine Zünder. Den haben wir aus der Entfernung platt gemacht. Echohülse ist das. Gut. Wunderbar. Boah, wie krass. Ja, das haben wir dann wunderbar gemacht, ne? Würde ich mal sagen. Wir müssen jetzt hier runter. Wie lange geht die Folge schon? Siehst du, 20 Minuten haben wir da. Ne, wir gehen zuerst zum Lagerfeuer, weil da speichert der nämlich. Metallscherm. Metallscherm. Wissen, wann man das mal braucht. Da hast du recht, Aloy. Meine Fresse.
So. Oh, was ein schönes Bild. Was ein... Oh, Alter, ich verlieb mich gerade. Wieder. Nochmal. Boah, schön. So, Frage ist jetzt... Hier unten will ich hin. Breitkopfareal, okay. Könnten wir uns ja eigentlich einen holen, ne? Nein! Hä, jetzt ist der Encoder schon wieder überlastet. Willst du mich verarschen? Ja, wir sehen uns gleich wieder. Hä? Ja, und da bin ich wieder. Warum auch immer der gerade rumgesponnen hat. Mal wieder. Schon komisch. Und noch ein Lagerfeuer entdeckt, okay. Boah, wie schön. Guckt euch das an. Hä? Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Tagesanbruch. Was gestern war, ist Geschichte. So, jetzt will ich aber hier einen reibungslosen Ablauf, verdammt nochmal. Das gibt's nicht. Das ist unglaublich. Hä? Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu starten. Irgendwas ist hier faul. Ja, hallo. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Was heißt Fehler? Es war ja eigentlich kein Fehler. Es war eigentlich kein Fehler. Es war einfach nur Unwissenheit. Interessant. Aber wie schön jetzt das aussieht, ne? Wenn es schön flüssig ist. Sehr jetzt an. Was ist denn das? Und ein Läufer. Gut. Interessiert mich aber nicht. Ist voll. Wir wollten hier runter. Ah, ich bewege mich in die richtige Richtung. So. Denn ich habe bis eben auf einer HDD aufgenommen. Aber irgendwie... Und ein Tramplergebiet, so eine Scheiße. Da gehen wir mal nie so dicht dran. Auf einer HDD aufgenommen. Boah, Alter, wie geil, hä? Sieht das krass aus. Genau, ich habe auf einer HDD aufgenommen und nicht SSD. Vielleicht hat das wirklich damit zu tun gehabt. Alter, was ein... Puh. Rede mit Olin, erkunde den Spornfelsen. Rede mit Olin. Da oben sehe ich ihn schon. Wir bleiben mal ein bisschen außer Sichtweite. Da sind... Boah. Da ist Olin. Und scheinbar kam die HDD eben mit der Schreibgeschwindigkeit nicht mit. Aloy, eine Frau, die ihr Wort hält. Olin, deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Das ist deine Chance, Olin. Deshalb sind wir hier. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Hält man sie in der Nähe fest? Ja, auf dem Gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Da ist es, da neben den Spornfelsen. Was? Folge Olin. Optional. Nicht über die Vorbesitzer nachdenken. Oh, zu spät.
Danke. Folge Olin. Rede mit Olin. Das ist es. Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Ja, der hat aber noch den Fokus. Wieso macht er den nicht aus, frag ich mich. Wie viele Eclipse sind es? Soweit ich weiß, recht viele. Bewaffnet und gerüstet. Bogenschützen auf den Felsen. Sie haben aber keinen Platz für Maschinendämonen. Das ist schon mal viel wert. Du hast sie ja beobachtet. Wie komme ich hinein? Glaubst du, wenn ich Strategien entwickeln könnte, wäre auch nur einer von uns beiden hier? Stimmt wohl. Wir könnten das Tor stürmen, Osaram-Stil. Oder von der Seite, oder von oben kommen. Vielleicht kommst du irgendwie aufs Dach. Ich nicht. Ich bin viel zu schwer. Oh Mann. Soll ich das allein machen? Du könntest es bestimmt. Aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Nein. Ich mach das alleine. Nein. Warte hier. Sei bereit, wenn das Kämpfen vorbei ist. Oh, ich bin bereit. Der muss jetzt nicht sein Leben riskieren und dann vielleicht noch sterben in Gegenwart der Familie. So. Okay, da oben sind die Bogenschützen. Die muss ich als erstes ausschalten. Die muss ich definitiv als erstes ausschalten. Ansonsten hat alles andere keinen Wert. Wie komme ich denn jetzt hier? Okay, das sieht er, wenn ich den platt mache. Okay, pass auf. Dass der mich nicht gesehen hat? Gut. Nummer 1 haben wir. Da ist einer mit Maschinengewehr. Und da ist noch einer. Alter, aufpassen. Okay. Nein! Was einer mitgekriegt? Das Gras bewegt sich. Das war nicht der Wind. Was für ein Gras? Den mache ich auch gerade platt. Dann also auf die harte Tour. Ja, wo bin ich, hä? Das ist gut, die haben alle Schiss. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Nein. Kommt raus aus dem Gras und kämpfe. Ist da drüben was? Der hat Loa auf seinem Rücken. Na, dreh dich mal um, mein Freund. Nicht? Ah, Mist. Oh, der Drecksack, hä?
Nice, der ist genau in seine Richtung gelaufen. Das ist sehr schön. Tja, das war doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Schweinchen? Alter. Ach, das kriege ich gar nicht. Ich habe gedacht, das wäre so ein Wildschwein, was ich vierteilen kann. Gut, alles klar. Hier sind die Tiere unsterblich. Die werden vor dem Tor sein. Die werden vor dem Tor sein, was der eine Typ bewacht hat. Nee, nee. Geschön. Hier müssen sie Olens Familie festhalten. Verriegelt. Jemand von der Eclipse hat den Schlüssel. Der Typ. Untersuche das Gehöft. Da hinten. Nein, kein Schlüssel drin. Deren Schlüssel? Auch kein Schlüssel. Da oben. Obwohl, das ist der Typ. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Da. Na los, na los. Ihr seid frei! Wir haben den Lärm gehört. Du gehörst nicht dazu. Wer bist du? Keine Angst. Ich hole euch hier raus. Ich hatte immer noch Hoffnung. Aber sie wurde immer schwächer. Ist es jetzt sicher für uns? Euch wird niemand mehr aufhalten. Dann ist es vorbei? Ich wollte fliehen. Ich schmiedete Pläne. Doch alle gefährdeten meinen Sohn. Du hast überlebt, ihn beschützt. Das ist wichtig. Und dein Mann wartet auf dich. Olen. Geh zu deinem Mann. Mit dem Sohn. Wo geht ihr hin? Naja, die KI, ne? Ich laufe als erster vor. Haha. Du kannst zusehen, wie du klarkommst. Schön. Das Kämpfen hatte aufgehört. Olen. Du hast ihn hergebracht. Danke. Du musst mir nicht danken. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Olen. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Olen, all deine Fehler, mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Leb wohl, Aloy. Deine Mutter, ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Kollateralschäden abgeschlossen. Ja. Damit haben wir... Ja, die reden jetzt miteinander. Ja, damit haben wir dieses Kapitel abgeschlossen.
damit haben wir dieses... Blume. Damit haben wir dieses Kapitel abgeschlossen. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Olin hat seine Familie wieder. Ja, wie gesagt. Manche hätten Olin getötet. Aber macht es das ungeschehen? Es macht es nicht ungeschehen. Das brauche ich später noch. Es gibt vielleicht für einen kleinen Moment Genugtuung. Gibt vielleicht für einen kleinen Moment Genugtuung, vielleicht sogar Freude oder so. Dieses Gefühl, ja, jetzt ist es richtig. Aber kurze Zeit später wird einem sehr wahrscheinlich bewusst, dass es die Toten nicht wieder lebendig macht. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir ja. In der nächsten Folge, wenn wir mal gucken, was wir dann machen. Ich weiß es noch nicht, ob wir der Quest folgen oder irgendwas anderes machen, vielleicht nochmal Sammel- oder Jagdvieh, wie habe ich das gesagt? Sammelfieber oder Jagddurst, nee, Prüfungsdurst, so war das, genau. Mal sehen, wir schauen uns an, bis dahin genieße ich den Anblick ein bisschen, wir setzen uns mal kurz hin und bis zur nächsten Folge. Overplayed and out. Tschüss.